Und die erste Anruferin, das ist Dana. Und Dana ist 71 Jahre alt. Guten Morgen, Dana. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist für mich heute. Ja, um was geht's denn bei dir, Dana? Also ich habe gestern ganz was Schlimmes erlebt. Alle Leute, die jetzt sensibel sind, bitte den Ton wegschalten. Mhm. Es ist so, also ich habe gestern Abend mit meinem jüngeren Sohn, meinem älteren Sohn, erschossen in seiner Wohnung aufgefunden. Aber... Du hast deinen älteren und jüngeren Sohn erschossen? Nur einen. Der andere war mit. Weil ich schon was geahnt habe. Der jüngere Sohn war erschossen? Der ältere. Der jüngere kam mit. Und weil ich schon sowas geahnt habe. Und dann haben wir ihn da gefunden. Und das war furchtbar, Horror. Was war das für ein Bild, was ich dir da geboten hat? Ich möchte das... Soll ich das erzählen, was ich gesehen habe? Ja, erzähl. Gut. Also, jetzt habe ich die Tür abgeschlossen. Entschuldigung, ich habe mir vorher schon eine Beruhigungspille mitgenommen, noch nicht genommen, weil ich schon was geahnt habe. Und dann habe ich, wir tauschen immer die Schlüssel aus, weil einer krank ist und so, nicht? Und so hat jeder von jedem Schlüssel. Mhm. Und dann habe ich aufgeschlossen und dann habe ich nur so rein und dann habe ich seinen Namen gerufen. Keine Antwort. Und mein jüngerer Sohn hat sich hinten mit vorgedrängelt und hat ihn da liegen sehen. Aus dem Bad gekippt nach hinten, so. Die Beine waren noch drin. Mhm. Auf dem Flur, so. Konnte man vom Flur aus sehen. Mhm. Und wir haben erst gedacht, der macht Spaß, macht mit uns Blödsinn. Wir haben öfter mal so eine Scherze gemacht. Macht man ja mal. Mhm. Und dann habe ich ihn beiseite geschoben, meinen jüngsten Sohn. Ich meine, ich sage jüngster Sohn, der ist auch über 40, der andere ist 47 gewesen. Mhm. Und dann sehe ich ihn da liegen, alles sieht ganz locker aus, ist der Körper. Guck auf sein Gesicht und das sah aus wie eine Maske, als ob er eine Maske auf hatte. Mhm. Und dann sehe ich, dass hinter dieser Maske aber gar nichts mehr war. Mhm. Null. Das heißt, der Hinterkopf ist durch den Schuss weggeschleudert worden. Alles weg. Alles weg. Das hast du als Mutter gesehen? Ja. Ich habe nur noch, mein Sohn wollte ihn, glaube ich, noch der andere, ihn anfassen und genau hingucken und so. Und da habe ich nur geschrien, raus hier, raus hier. Mhm. Und habe die Tür zugeknallt von außen. Also das war ein Kopfschuss? Ja. Und hat man... Wahrscheinlich durch den Mund. Hat er das selbst gemacht? Ja, er ist ja Sportschütze und er hat alle Kaliber da. Und ich denke mal, er hat eine große Bombe genommen. Sah so aus. Ich bin ganz erstaunt darüber, Dana, dass du das so sachlich klar erzählen kannst. Ja, noch. Ich glaube, ich bin noch... Im Schock. Irgendwann kommt, ja, das hat gestern schon der, der Pastor gesagt, der uns an die Seite gebracht wurde. Der Seelsorger. Seelsorger, Notseelsorger oder was es auch immer war. Mhm. Und dann habe ich, beide waren schon auch, mein anderer Sohn durch, Burnout, schon jahrelang in Behandlung, in psychiatrischer Behandlung, alle beide. Mhm. Weil heute werden die alle so ausgenutzt auf der Arbeit, dass sie es überhaupt nicht mehr ertragen können. Mhm. Die werden in mittleren Jahren schon kaputt gemacht. Mhm. Naja, und dann... Aber wir haben immer ein gutes Verhältnis, ein sehr gutes sogar. Habt ihr heute einen Hinweis gefunden, dass es wirklich Selbsttötung war? Nein, wir wissen da nicht rein, das ist alles noch zugeklebt. Hat denn die Polizei einen Hinweis gefunden, dass es Selbsttötung war? Wir wissen von gar nichts. Wir haben, erstmal dann habe ich mit flatternden Händen habe ich die Polizei angerufen. Mhm. Und die haben mich überhaupt nicht richtig verstanden, ob ich Blödsinn geredet habe, weiß ich nicht. Ich habe noch dann die Adresse ganz deutlich gesagt. Und du hörst an meinem Dialekt, dass wir aus Norddeutschland irgendwo kommen, nicht? Eine Großstadt. Und dann kamen die, haben sogar noch die Straße erfriedigt. Ich habe die Nummer ganz genau gesagt, das weiß ich. Dann haben wir die rangepfiffen und ja, man muss stabil bleiben. Ja. Da kam irgendwann die Polizei, bis die Polizei dann kam. Nein, die kam schnell. Ja, ich habe gesagt, bringen Sie gleich die Kripo mit. Ja, bis die dann kamen, wo hast du dich und wo hat dein Sohn sich, wo habt ihr euch aufgehalten? Wir sind auf die Straße gegangen, da ist so. Ach so. Also es ist
so, da ist so ein Hinterhof, war das. Ah ja. Und wir können dann auf die Straße gehen. Ich brauche die sowieso frische Luft, das sieht mir gar nicht aus. Was meint denn dein anderer Sohn, was vorgefallen ist? Ja, der ist ja noch fertiger als ich. Der, ja, wir sind beide derselben Meinung. Dass es eine Selbsttötung war. Ja, natürlich, das sieht man. Du sagst, das Verhältnis zwischen dir und deinem auch jetzt verstorbenen Sohn war gut. Sehr gut sogar. Sehr gut, also eine gute familiäre Verbindung, Verknüpfung. Ja, ich habe noch einen Zettel, da steht drauf, wenn man Geschenke macht, für die beste Mutter der Welt. Das habe ich natürlich auch bewahrt. Kannst du denn das im Moment schon, ist dir das klar, dass dein Sohn tot ist? Ja. Das schon? Aber ich bin wütend auf ihn. Warum? Dass er mir das angetan hat. Weil ich ganz viel Kontakt mit ihm hatte und ihm immer wieder aufgebaut habe. Und er sollte eigentlich, also ich lebe von von dem Vater auch, sind 40 Jahre verheiratet, haben uns dann getrennt. Wir leben getrennt, in getrennten Wohnungen, wir leben alle alleine. Deswegen auch der Schlüsselaustausch. Und es war eigentlich dran, am Sonnabend sein Vater, weil der 100%ig behindert ist, wir teilen uns die Pflege auf, weil das ist gar nicht zu schaffen. Also war er dran, irgendwas zu machen? Er war dran, mit ihm einkaufen zu gehen, weil das Hobby meines Ex-Mannes ist. Und hat aber gesagt zu meinem jüngsten Sohn am Freitag, nein, ich komme nicht, ich habe was anderes vor. Du vermutest, aber ganz in Ruhe. Ja, und da habe ich nein, er hat einen Freund, der wohnt da in der Gegend, aber nur so, keine sexuelle Beziehung oder so, einen guten Freund. Und mit dem fährt er ab und zu mal überladen, irgendwo weit weg, wie die Folgen, habe ich gedacht, der hat einen lass sie doch. Aber ich habe dann angerufen Sonnabend, auf dem Handy von dem Freund, keine Antwort, also immer nur die Mailbox und dann auch sein Telefon und dann habe ich nochmal wieder angerufen. Du hast also du glaubst, dass er das dann schon so geplant hat? Der war wahrscheinlich schon tot. Hast du mit diesem Freund jetzt Kontakt aufgenommen? Ich nicht, mein Sohn, der Jüngste, der hat Kontakt aufgenommen. Ja, was sagt der Freund? Hat der? Ja, wir waren erst auf der Straße, weil ich ja Schiss hatte, darauf zu gehen. Der wohnt um die Ecke und da haben wir erstmal geguckt, ob der da ist. Und da war alles dunkel. Wir wollten noch jemanden, also ich wollte noch jemanden mitnehmen. Aber da war alles dunkel. Aber und du weißt, heute auch nicht gefunden von unserem Sohn, sonst hätten wir sowieso gleich Bescheid gewusst. Ja, aber du weißt nicht, was dieser Freund für eine Vermutung hat. Mein Sohn hat ihn heute noch auf der Straße getroffen, weil er sein Auto wieder abholen musste. Die hatten uns ja geraten, nicht das Auto zurückzunehmen, weil sie unseren Zustand gesehen haben, die Polizei. Die wollten uns eine Taxi rufen. Und dann hat er sein Auto und hat den Freund getroffen und der war tränenüberströmt auf der Straße. Der Hintergrund meiner Frage war, ob dein Sohn seinem Freund irgendetwas hinterlassen hat, einen Brief, irgendwas. Nein. Wir vermuten noch, dass er auf dem Computer irgendwas geschrieben hat oder dass er uns einen Brief hinterlassen hat. Aber das ist alles noch beschlagnahmt und die Polizei ist noch... Es ist alles dicht, wir kommen nirgendwo ran. Ich musste die Schlüssel abgeben. Jetzt war ja deinem Sohn wahrscheinlich klar, dass du oder sein Bruder in die Wohnung kommen wird. Ja. Weil ihr die Schlüssel habt, wenn er sich nicht meldet. Ja, aus dem einfachen Grunde wusste ich das, weil er von ihnen den Schlüssel abgezogen hat. Den haben wir nicht gefunden. Den hat die Polizei und wer da auch alles war, die waren ja so viele Leute in orange gekleidet und was weiß ich, die haben ihn nicht gefunden, aber ich meinen, den ich hier zu Hause hatte, abgegeben. Ja, deshalb meine ich, ihm war klar, dass du da drin sein wirst oder dass sein Bruder kommt. Dass ich ihn finden werde. Und dass ihr diesen Anblick dann auch sehen werdet. Ja. Deshalb auch dein Zorn, dass er dir das auch noch angetan hat, dass du dieses Bild nie wieder aus deinem Kopf rauskriegst. Ja, und vor allen Dingen ist es so, er hätte auch noch eine Kette rumlegen können, dann wären wir gar nicht reingekommen, da wäre die Polizei reingekommen, dann hätten wir gar nicht diesen Anblick erleiden müssen. Das wäre uns erspart geblieben. Ich verstehe. So, nun ist der Zorn berechtigterweise Schock. Was ist noch für ein Gefühl? Also ich habe eigentlich nur, ich habe, was für ein Gefühl, ich bin total fertig. Total fertig und ich habe erstmal überhaupt keine Lust, was für die Zukunft zu machen. Aber ich denke mal, das geht wieder weg, weil ich immer noch diese Wut auf ihn habe. Ja, das ist aber auch so frisch noch da, ne? Ja, und es ist so,
weil ich immer alles für ihn getan habe, überhaupt für die ganze Familie. Hat dein Sohn immer die Feuerwehr für die Familie. Verstehe, das heißt, da ist auch so ein Schuldgefühl, ich habe was falsch gemacht. Bei mir? Ja. Ja, natürlich. Natürlich, ja. Hat dein Sohn Kinder gehabt? Nein. Zum Glück nicht. Keine Familie. Mhm. Und auch keine Freundin zurzeit? Nein, zurzeit nicht. Das hat immer nicht geklappt. Er ist da auch sehr wählerisch immer gewesen. Er wollte Puppe haben. Mhm. Und die ist teuer, ne? Ja, verstehe. Ja, aber verstehe. Es ist so, ich denke mal, dass er sauer war damals, dass ich seinen Vater verlassen habe. Ja, aber das ist ja alles keine Erklärung. Doch, das sieht er so. Ja. Das kann ich habe die Familie auseinandergerissen. Aber Dana, es wird ein Mosaiksteinchen sein von ganz vielen Dingen. Wenn du sagst, er hat einen Burnout, dann hat er an Depressionen gelitten. Ja, und ich habe nun meine Schwester auch gesprochen. Ich habe 4 Schwestern. Und die habe ich gesprochen, die habe ich erst als zweites angerufen. Und da sagt sie, das hatte ich da auch mal, das habe ich dir doch erklärt im letzten Jahr. Mhm. In dem Moment ist einem alles egal. Mhm, ja, sie hat mir damals gesagt, sie wusste jetzt nicht in dem Moment, welches Messer sie nimmt. Das war ihr ganz egal. Ich glaube, Herr Dana, dass er aus sehr großer, ganz großer Not heraus das gemacht hat. Ja. Und dass niemand schuld daran ist. Aber ich habe ihm noch 10 Tage vorher mit ihm, wir haben nicht so viel Kontakt, weil wir so weit auseinander wohnen. Und da habe ich ihm noch gesagt, du kannst mich Tag und Nacht anrufen. Ruf mich bitte an. Und er hat es nicht getan. Aber ich muss sagen, er hat das schon. Aber das ist nicht deine Schuld. Du hast er redet schon seit 25 Jahren darüber, sich das Leben zu nehmen. Und ich habe ihn immer wieder davon abgeraten. Aber dann siehst du mal, da ist ja eine Grundveranlagung da für der Düsternis, dass er sowas macht. Ja, er hat ganz dunkle Gedanken. Dana, das tut mir für dich und deine Familie und auch für deinen anderen Sohn wahnsinnig leid. Ja. Und das ist ein Schock, den können wir uns alle gar nicht ausmalen, so etwas gesehen zu haben. Mir ist auch völlig klar, dass du in einem Schockzustand bist. Ja. Deswegen möchte ich, dass du jetzt mit meiner Psychologin noch in Ruhe im Nachhinein redest. Bitte nimm das an. Deswegen habe ich auch angerufen. Sehr gerne, sehr gerne. Und du wohnst in Norddeutschland. Wir werden dir auch noch Hilfsadressen vermitteln gleich. Ja, das ist nett. Mein tiefes Mitgefühl und Beileid wünsche ich. Vielen Dank. Spreche ich aus. Und noch vielen Dank an dein Team und an dich überhaupt. Ich sehe dich auch sehr oft, so seit Anfang an. Finde ich sehr interessant und bleib so. Ich danke dir sehr, Dana. Ich danke dir auch. Viel Kraft wünsche ich dir. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Danke, tschüss.